Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir haben in der letzten Folge die freie Mine befreit. Ja, kann man so sagen, die freie Mine befreit. Und jetzt müssen wir uns eigentlich mal auf die Suche machen nach den ganzen Zutaten für das Ulumulu, für Tarok. Damit wir ja in die Orkstadt rein können. Wo ist denn jetzt eigentlich der Ausgang von der freien Mine? Wo geht's denn jetzt hier raus, jetzt ehrlich? Ich sehe gar nichts. Aber wir können vielleicht mal. Gibt's hier was? Oh! Tatsächlich gibt's hier was. Aber nicht. Wenn ich aber tatsächlich mal irgendwo penne, sind ja jede Menge Hütten frei. Und noch mehr Truhen. Ah. Toll. Eine leere Truhe. Gibt es hier aber ein Bett? Ja, hier haben wir ein Bett. Können wir mal bis zum nächsten Morgen schlafen. So, Gesundheit ist auch wieder voll. Und wir können die Fackel jetzt endlich mal einstecken. 232 Dietriche. Aber wo ist jetzt der Ausgang von hier? Ist das das da? Hier so zwischen? Könnte sein. Ja, das ist der. Das ist der Ausgang. Hier geht es raus. So, was brauchen wir denn eigentlich alles für das hier? Tarok benötigt für das Ulumulu die Hauer eines Trolls. Dann die Zähne eines Sumpfhals. Horn eines Schattenläufers und Zunge eines Feuerwarans. Ja. Gut, die müssen wir jetzt finden, weil wir die alle schon abgeschlachtet haben. Und verkauft haben. Dürfen wir die jetzt suchen. Wo auch immer wir die jetzt verkauft hatten. Ich hoffe, wir hatten nichts im alten Lager verkauft, ansonsten kommen wir da erstmal nicht rein. So, ich hoffe, wir haben das irgendwo hier im neuen Lager verkauft. Besten Fall, also im schlimmsten Fall, wo wir noch da ran könnten, wäre das Sumpflager. Im alten Lager können wir vergessen, da kommen wir nicht mehr ran, wenn wir da irgendwas davon verkauft haben. Okay, die in Richtung Sumpflager müssen wir so oder so, da wir noch keine Sumpfhaie besiegt haben. So. Aber halt's für dich, man muss ja. Wer war hier jetzt alles nochmal Händler? Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Wir haben noch wieder, wir haben wieder 10 Lernpunkte. Die könnten Stufe 24 sogar. Wir könnten wieder mal in Stärke investieren, würde ich sagen. Am liebsten wäre mir tatsächlich, wenn wir in Einhandwaffen investieren würden. Nochmal irgendwie. Dass wir da auch nochmal besser werden. Aber ich glaube, das Höchste haben wir ja schon erreicht da. So. Ne, dem kann ich nichts andrehen. Hier der Wolf. Wolf war das. Genau, der hat auch noch eine Rüstung für uns, ne? Hallo. Hi. Ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung. Bring mir mehr von diesen Platten. Wie viel mehr?
So. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay, dann Zähne, Trollfell, Fell eines Schattenläufers, Orkhundfell, Krallen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich hoffe, ich habe ihm irgendwas davon verkauft. Nee, bisher sieht das nicht so aus, als hätte ich ihm davon was verkauft gehabt. Das ist schon das Ende. Was brauche ich denn? Hier. Suche nach einem Ulumu. Power eines Trolls. Zähne eines Sumpfhais. Horn eines Schattenläufers. Und... und eine Zunge eines Feuerwarans. Da haben wir nichts von. Wer waren hier noch alles Händler? Bandit, Homer, Butch konnte man nichts verkaufen. War Witch jemand, den man noch verkauft? Hi? Nee. So, Baal Kagan. Erwache. Erwache? Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Nee. Kronos war auch noch einer. So, laufen wir ihm mal ein bisschen entgegen. So. Hallo. Hi. Ich benötige mehr magische Kraft tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Nee, dem haben wir auch nichts verkauft, ne? Nee. Gehen wir hier nochmal hoch. Nee. Oh, jetzt erstmal jemanden finden. Der hat da Akrobatik uns beigebracht. Wen hatten wir das alles verkauft gehabt? Boah, dass wir das jetzt alles brauchen, was ich jetzt schon verkauft habe. Sharky. Hallo. Ich könnte ein paar Sachen. Ich könnte ein paar Sachen. So, Krallen, Flügel, Schürhaken, Sichel, Keule, Handaxt. Dem könnten wir aber noch was andrehen. Lass uns lieber über was anderes reden. Was können wir dem aber zumindest noch verkaufen? Irgendwas müssen wir ja noch haben. Abgesehen von den paar Spitzhacken. Ich habe trotzdem ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Panzerplatten eines Minecrawler-Kriegers. Wir haben nur 14. Wie viel brauchen wir denn davon? Hier, Pokal. Kannst du haben. Krug. Darfst du haben. Truhenschlüssel, Münze, Laborschlüssel. Wanzenfleisch. Komm, gönn dir das Wanzenfleisch. Und den grünen Novizen. Rasiermesser kannst du auch wieder haben. Komm, die Krallen darfst du haben. Crawler-Zangen kannst du haben. So, 211. Karte der Kolonie ergänzt. Die Gabe der Götter. Hier darfst du haben. So, Bier. Nee, die behalten wir. Orkisches Talisman. Hier, Gardeschwert. Darfst du haben.
Darfst du auch haben. Wie viele Geradeschwerter haben wir? Und Richtschwerter? 800 müssen wir genau hinkriegen. Ah, komm, egal. Oder warte. Kann ich ihm noch irgendwas günstige... Ja. Nee, warte. So. Machen wir erstmal die ganze Erz. Das ist wirklich nicht mein Problem. Immer wieder dieselbe. So. Wenn du meinst. Was ist hier? Machen wir so. 813 für 813. Bandit, Bandit. Roscoe. Ne, da konnten wir auch nichts verkaufen. Bei wem waren das? Bei wem haben wir das ganze Müll abgeladen? Beziehungsweise vermeintliche Müll. Ja, die Rauschmeister wieder. Für Vermodrak. Hallo. Hi. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was ab. Klar, dass das Ärger gibt. So, was haben wir hier? Laute. Man darf auch nicht alles glauben, was man das passiert. Zähne, Becher, Schlüssel, Fackel, Dietrich. Der hat nichts. Wali Sidru. Verlass dich auf die. Erwache. Erwache. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Der hat auch nichts. Der hat nichts. Toll, jetzt müssen wir wieder einen Schattenläufer finden. Und ein Troll. Boah, ich hoffe, vielleicht ist jetzt wegen der Quest wieder eins gespawnt irgendwo. Vielleicht mit etwas Glück steht das denn hier irgendwo. Tarok benötigt für das Ulumulu die Zunge eines Pfeiferns. Sie leben vor allem im Orkgebiet und an sandigen Stränden. Gab es da nicht dieses Schiffswrack, bei dem es vor Varan so, nur so wimmelte? Tarok benötigt für das Ulumulu das Horn eines Schattenläufers. Sie leben vor allem in dunklen Wäldern und Höhlen. Soviel ich weiß, liegt der größte Wald in der Kolonie zwischen dem alten Lager und Sumpflager. Tarok benötigt für das Ulumulu Zähne eines Sumpfhais. Im Sumpf hinter dem Lager der Brutschaft gibt es massenhaft Ungetüme dieser Art. Tarok benötigt für das Ulumulu die Hauer eines Trolls. Solche Monster leben in den nördlichen Bergen der Kolonie. Sollte die Schluchten dort absuchen. Ich hoffe, die sind wieder da. Ich hoffe, die sind neu gespawnt. Zumindest die, die ich jetzt brauche. Das wäre jetzt sehr, sehr hilfreich, wenn die jetzt wieder da sind. So, genau. Da ist der größte Wald. Dann ist in der Nähe des großen Waldes auf jeden Fall der Schiffswrack. Gehen wir mal dahin. Beziehungsweise erster halt Sumpflager, würde ich sagen, weil wir da zur Not nochmal nachkaufen können. Jetzt würde ich gerne wissen, wie viele Minecrawler brauche ich jetzt, also Minecrawler-Panzer. Warte mal, ist das der richtige Weg ins Sumpflager? Ist der schnellste Weg auf jeden Fall.
Ja, mit etwas Glück sind sie ja wieder gespawnt. Wo geht denn eigentlich das hier? Achso, genau, das führt ja hier zu Aiden, anderen Weg zu Aiden. Und hier. Wir haben hier wieder einen Varan. Ich hoffe, der Varan reicht auch. Ne, reicht nicht aus. Aber hier ist einer wieder nachgespawnt, immerhin. Gut, dass ich hier einen kleinen Abstecher gemacht habe. Hat mir doch schon sehr viel gebracht, einen Varan jetzt umzulegen. Und den Höllenpilz sowie den Seraphis hier einzusammeln. Der hat keine Ware, oder? Sei fertig. Alles klar bei dir? Jo. Gut, dann gehen wir mal darüber. Genau, Kavalon und so. Und Scorpio. Die hatten ja auch noch was. Ich hoffe, ich habe denen noch was verkauft gehabt. Was wir jetzt brauchen. So, da haben wir Scorpio. Ich hoffe, er hat was. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wolfsfell, Orkhundfell, Fell eines Schattenläufers. Nee. Zähne, Krallen. Was hat er sonst? Amulett der Geschicklichkeit 20 gibt dort. Leichte Armbrust. Armbrust 85 Schaden. Hat er auch bessere Werte als ich? Oder Waffen? An sich? Gardistenhand. Leichter Zweihänder. Güterklinge. So, ne, der hat nichts. Aber er hoffentlich. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Zähne, Rasiermesser, Schlüssel, Krallen. Der hat jetzt nichts. Blutfliegenstachel, jede Menge. Gardistenhand, nee. Okay, da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als zum Sumpflager erstmal hinzugehen und da zu schauen, ob wir da nicht irgendwie an die Varane kommen. Obwohl, im Orklager hat er gesagt, gäbe es da auch in den Bergen was zu finden. Hey, wir gehen erstmal in Richtung Sumpflager. Da hätten wir die Möglichkeit, mit Glück sogar drei von den Dingern da zu finden, zu kriegen, die wir brauchen. Und dann können wir nochmal mit Diego quatschen. Da wir ja eh an ihm vorbei müssen. Moment mal. Ich glaube, hier kommen wir nicht an Diego vorbei, oder? Doch, hier kommen wir an Diego vorbei. Und dann sind wir auch direkt schon da am Wald. Und ich hoffe, es hat da ein Schattenläufer gespawnt.
So. Hallo. Hi. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir. Ja, komm, wir machen nochmal Stärke. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Was? Du solltest etwas anderes lernen. Warte mal. Komm bald wieder. Mach's gut. Warte mal. Wir sind am Ende unserer Möglichkeiten. Weil wir das da anhaben, ne? Geht das jetzt? So. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir. Jo. Deine Kampfkraft ist. Komm bald wieder. Okay. Mach's gut. So, und dann, wenn wir das jetzt wieder anziehen, wie sieht's jetzt aus? 116 sogar. Speichern wir. Also, 4 Punkte können wir noch quasi maximal für Stärke ausgeben. Oh, der liegt da immer noch. Bolzen. Der hat aber nichts. Okay, 100 ist Maximum an Stärke, was wir kriegen, machen können für uns selber. Gut zu wissen. Das heißt, wir können auch Geschick maximal auf 100 machen. Und dann halt nur mit Schmuck halt erweitern. Ich glaube, Schutz vor Waffen, Geschossen, Feuer, Magie und so weiter können wir auch maximal auf 100 machen. Dann. Wenn ich es richtig verstanden habe. Dann wäre das nächste, wenn wir die Dings hier fertig haben. Wäre das nächste, worauf ich dann leveln wollen würde. Halt. Ja, hier Geschicklichkeit. Komm, wir gehen erstmal durch den Wald. Und hoffen, dass hier irgendwo einer ist. Noch ein neuer Schattenläufer. Was geht denn hier jetzt ab? Was geht hier ab? Ihr habt das auch gesehen, ne? Ist das normal vom Spiel? Hier ist eine Höhle. So, haben wir eine Fackel? Wir haben noch 157 Fackeln. Aber hier ist sonst nichts, war da was? Nö. Hat mich schon gewundert, was da jetzt gerade also los war. So, die Frage ist, wo finden wir noch einen Schattenläufer? Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht aus Versehen wirklich alle gekillt, und, bevor wir von denen alles geholt haben, was wir brauchen.
Da haben wir wieder ein Schiffswrack. Ich hoffe, da haben die auch wieder gerespawnt. Zumindest einer. Einer wird mir reichen. Ja, einer ist gerespawnt. Ich würde dann hier ein Save Game machen. So. Der hat aber ordentlich ausgeteilt. Flammenzunge. Gut, jetzt brauchen wir wieder ein paar Heiltränke. Ja, komm, wir nehmen das. Davon haben wir am meisten. So. Das heißt, die spawnen schon irgendwie irgendwo wieder nach. Zumindest einer, damit wir das holen können, was wir brauchen. So, was steht denn hier jetzt? So. Eines dunklen, sie leben vor allem in dunklen Wäldern. So, Schatten, Horn eines Schattenläufers brauchen wir jetzt als nächstes. Warte mal, was stand da jetzt genau? Wo muss ich wegen dem... sie leben vor allem in dunklen Wäldern und Höhlen. Soviel ich weiß, liegt der größte Wald in der Kolonie zwischen dem alten Lager und dem und Sumpflager. Was war das denn jetzt? So. Genau, und das ist halt der größte Wald. Und hier muss irgendwo noch ein neuer Schattenläufer sein. Einer müsste hier irgendwo nachgespawnt sein. Die Frage ist nur, wo? Da flackert wieder die Spielwelt. Könnte der jetzt... Ist der vielleicht hier irgendwie wieder neu gespawnt? Ja! Ja! Der ist wieder neu da! Ah, wie nice! So. Warte. Fell eines Schatten... Horn eines Schattenläufers. Gut, haben wir. So, hier sind auch noch ein paar Sachen nachgespawnt. Nachtschatten ebenfalls. Ich glaube, wir sollten die Dinger nicht so leichtfertig verkaufen. So, was fehlt denn jetzt als nächstes? So, Tarok benötigt für die Zähne eines Sumpfhais. Und Hauer eines Trolls. Was Troll angeht, da habe ich die meiste Sorge, muss ich ehrlich sagen. Wie viel fehlt mir jetzt noch fürs nächste Level? Noch knapp 6000. 6000 Erfahrungspunkte. Kriegen wir hin. War aber gut, dass das Spiel in dem Fall mit nachgedacht hat, weil ich nicht mit nachgedacht habe. Dass die Dinger, die Viecher, nochmal nachgespawnt haben, weil ich die alle rücksichtslos abgemurkst habe. So.
So, dann wären wir auch wieder hier. Dann können wir auch einmal nochmal brutzeln. So. Ich kann nicht mehr weiter brutzeln. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg tiefer in den Sumpf rein. Und versuchen mal so viele Sumpfeier da auszuschalten wie nur möglich. So, wo waren die denn? Die waren hier irgendwo. Genau, da vorne irgendwo. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!